Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen und Weltraumüberlebenden da draußen. Wir sind immer noch mit der Tikun unterwegs und sind jetzt inzwischen drauf und dran, jede Menge Eis einzusammeln, weil ohne Eis gehen wir den Bach runter. Das müssen wir tatsächlich so sehen. Da hatten wir beim letzten Mal eine ordentliche Krise. Ironischerweise ist jetzt wieder alles in trockenen Tüchern für eine gewisse Zeit, aber ihr seht, wir brauchen noch deutlich mehr Wasser. Ne? Also das ist hier etwas, was wirklich bedenklich ist. Vielleicht hätte ich es tatsächlich sogar machen sollen, dass ich erstmal quasi eine riesige Menge an Wasser anspeichere und erst dann anfange, das Ding in Aktion treten zu lassen. Aber was soll's, wir haben es hinbekommen. Hätte auch weiter schief gehen können. Ich denke, dass wir hier noch mehr Speicherstätten machen. Oder dass wir jetzt endlich anfangen, das Stahlwerk zu planen, ein weiteres Stahlwerk zu planen. Oder die Abfallverarbeitung, dass ich jetzt... Eigentlich möchte ich die Abfallaufbereitung an den Start bringen. Weil die bringt uns eine Menge. Ja. Wir machen die Abfallaufbereitung jetzt. Die beginnen wir jetzt langsam aber sicher. Wir wollen es endlich schaffen, aus dem Abfall, den wir haben, der immer wieder entsteht, recycelte Materialien zu gewinnen. Ich hoffe, das ist eine coole Sache. Wie lange hält eigentlich hier dieses Gebiet jetzt hier stand in Sachen Strom? 1,5 Zyklen, das ist nicht viel. Der hat 2,9. Inzwischen. Wir werden da noch so einiges in Bewegung setzen müssen, habe ich so die Befürchtung. Guck mal, bringst du Eis? Oh Gott sei Dank, ihr bringt Eis. Ihr bringt sogar ausschließlich Eis. Ist das schön. Ja, da wird jetzt richtig Eis geklotzt. Und sie gehen natürlich immer erstmal den kürzesten Weg. Also, wir haben jetzt hier diesen Kram eingesammelt. Lasst uns mal jetzt hier dahin gehen. Nach Deville. Wir arbeiten das jetzt hier quasi in umgekehrter Reihenfolge einfach wieder ab. So, was ich jetzt auch nochmal gucken möchte in der Zwischenzeit. Warte mal, hier gibt es nochmal Kohlenstoff. Kohlenstoff und Eisen. Es muss doch hier noch mehr Zeug geben. Hier gäbe es auch nochmal Eisen, Kohlenstoff. Wow, 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 wow. Es muss doch möglich sein, das hier alles gleichzeitig zu erfassen. Yes! Da ist eine mega geile Position. Die holen wir uns jetzt auch noch schnell hier. Nur überlegen, ob wir da wirklich irgendwie hinkommen. Aber wie gesagt, wir brauchen halt erstmal noch mehr Stahl, ne? Und Stahl ist jetzt hier so das große Fragezeichen-Problem. Hier sind jetzt 50 Stahl gespeichert, dass der hier auf jeden Fall immer weiterarbeiten kann. Was problematisch bleibt. So, da kommen jetzt hier nochmal eine ganze Menge Eisen raus, Stahl raus. Wir haben 77 Tech. Ich guck mal, was ich mit dieser Tech machen kann. Also die Abfallaufbereitung, magnetische Separatoren, okay. Also wie es aussieht, kann ich hier gezielt Sachen recyceln aus dem Abfall. Das ist schon mal eine gute Idee. Die Pilzwand macht aus Abfall Nahrung. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich kann auch die Halden verbessern. Integrierte Lagerplätze. 10% mehr Lagerplatz. So doof ist das nicht. So doof ist das nicht. Ich kann auch die Solarmodule nochmal um 10% effizienter machen. Strukturelle Umwindung. Nee, das kann ich nicht machen. Techniklabor. Assistentenförderung. Ein zweites Team erhöht die Wissenschaftsproduktionsrate von 3 Einheiten alle 5 Zyklen. Also wenn das Ding im Leerlauf ist, produziert es einfach so Tech. Forschungsgeschwindigkeit. Das mit der Forschungsgeschwindigkeit ist mir relativ egal. Ah, mal gucken. Stahlwerk. Bekomme ich dich?
Die Energiekosten werden reduziert. Tech-Stufe 3. Feuerwache. Elektronikfabrik, Frachtschiffe. Andockbucht, Andockschleusen, Quartier. Krankenstation, Speisesaal. Noch ist es nicht nötig. So, also wie es aussieht, kann es zu Bränden kommen. Ich freue mich ja jetzt schon. Ne, komm, ich mach mal die Pilzwand. Ich möchte gucken, wie groß das Ding ist und dann hoffentlich können wir aus dem Müll noch weitere Nahrung generieren. Nur so als Gedanke. Da ihr seht es nämlich, da entsteht nämlich schon eine Menge Müll. Bei jedem Durchlauf entsteht Müll. Bei jedem Durchlauf. Wow. Das ist ja mal ein Ding hier. Ah, also was haben wir hier? Oh. Okay, der Will könnte bei der Sammlung von Daten helfen, die für zukünftige Kolonisierungsbestrebungen von Bedeutung sind. Wir sind auf der Will 59 gelandet. Trotz der kalten und rauen Umgebung des Planeten sind die atmosphärischen Bedingungen und die Schwerkraft unserer Erde bemerkenswert ähnlich. Außerdem bedecken große gefrorene Wassermengen die Oberfläche des Planeten. Das ist also das Ding. Dann kann ich also jetzt hier... Derzeit die durchschnittliche Produktion. Wir werden hier später zurückkommen, weil wir haben noch nicht die Kolonisten. Die müssen wir jetzt also auch demnächst mal... Ja. Wir kehren jetzt später zurück und machen erstmal die Dinger hier weiter. Wir brauchen Kolonisten. Mhm. Bin immer noch mal überlegen, ob ich noch mal ein weiteres Stahlwerk jetzt hier reinmache, weil... Holy fuck. Ich habe das Gefühl, dass das Ding das nicht abdecken kann. Ich habe ein ganz mieses Gefühl, was die Nahrungsmittelversorgung angeht. Ganz im Ernst, ich gehe auf Nummer sicher. Hohe Priorität. Ich habe ein ganz bisschen. Ich brauche so eine gewisse Grundnahrungsmitteleinkommenssache. Wenigstens so ein bisschen. So ein bisschen. Wir können sie nicht alleine auf Wasser verlassen. Holy moly, moly, moly. Okay, wir sind hier angekommen. Ach, hier brauche ich auch dieses Tieftauchgerät. Okay, dann gehen wir hier hin. Gibt es noch mehr, was wir finden können? Da war doch gerade irgendwas ganz Großes. Silizium und Eis. Das bleibt hier alles knüppelhart, ey, ich sag's euch. A probe has completed its scan. Wir sind angekommen. Sondenscans ergaben schwache Spuren eines Dolop-EKP-Signatur nahe der Planeten Mac-R. Nach der Flugbahn zu urteilen, ist das Schiff in die Atmosphäre des Planeten eingetreten. Die Koordinaten einer möglichen Absturzstelle wurden ermittelt. Das Team der Ratte hat die Absturzstelle erreicht. Die Oberflächentemperatur des Planeten ist extrem niedrig und das Team hat die gefrorenen Überreste eines Forschungsschiffes im Eis gefunden. Entlüfte die Treibstoffstelle der Ratte und taue das Eis somit auf. Bohre dich durch das Eis und untersuche das Wrack.
Errichte eine Aushubinfrastruktur. Das ist das, was wir tun werden. Aber nicht sofort. Ich brauche erstmal Mats, ne? Also das Ding hängt jetzt erstmal hier eine Weile fest. Eisen ist es auf einmal selten geworden. So wie Nahrung. Oh Mann. Irgendwas ist ja immer grad. Also ihr macht jetzt hier 1,1 Nahrung pro Zyklus. Und euch kriegen wir gerade eben irgendwie auch nicht fertig. Also wir müssen jetzt hier ein bisschen Electronics rüberrollen. Damit das jetzt hier beginnen kann. Ich sag jetzt auch mal, Moment. Hier fehlt ja noch so viel Stahl. Hier fehlt so viel fucking Stahl. 50. Das würde hier hinpassen. Hier nicht. Dann wäre dort dieser gesamte Platz verschwendet. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ich würde mir wünschen, ich könnte das Stahlwerk schneller arbeiten lassen. Das wäre echt mal was wert. Ich deaktiviere mal den Kollegen da, dann verbraucht er nicht mehr so viel Stahl. Das heißt, wir müssen aber diesen Stahl gerade eben hier nicht mehr zurückhalten. Halt mal nur 15 hier zurück. Der Rest kommt jetzt mal nach drüben. Und wird dann jetzt hier gleich verarbeitet. Ne? Ich möchte jetzt anfangen mit dem Recycling. Ich halte es für wichtig, dass wir es recyceln. Also wir merken, na, mit einer legierungsproduzierenden Fabrik kommen wir nicht mehr so recht zu Rande. Ich habe so die Befürchtung, dass ich wirklich eigentlich ein neues Gebiet aufmachen müsste. Hey, immerhin haben wir immer mehr Wasser. Die Nahrungsversorgung ist halt immer noch, nennen wir es mal, angespannt. Aber er scheint uns versorgen zu können, der Knirps hier. Ja, die Nahrungsmittel kommen an. Also er schafft es gerade so. Denen wird auch nicht langweilig, so wie es aussieht. Boah, endlich. Die Müll-Recyclinganlage beginnt zu funktionieren. Hier haben wir doch noch zu viele Leute drin. Ich deaktiviere gerade eben mal die Sondenmaschine hier. In dem Notfall kann ich nochmal Leute von links nach rechts holen, im Notfall. Komm schon. Ja, der kann jetzt hier Stahl aus 50 Schotten. Yo. Bringt mir den Müll, Baby. Kann ich jetzt auch... Warte, muss ich jetzt Müll auch lagern? Kann ich Müll jetzt lagern? Ja, ich kann Müll jetzt lagern. Komm, ich mache aus dem jetzt hier mal eine... Okay, ich kann Müll nicht lagern. Ich brauche ein Dekret dafür? Okay. Stand das da irgendwo?
Nö. Das heißt, ich brauche jetzt hier dieses Dekretteil. Das ist ein kleiner Abfuck, ich sag's euch. Wow, okay, also das ist etwas, was, das hat nichts mit Schwierigkeit zu tun. Das ist einfach nur ungünstig designt. Das ist ein kleiner Downer für mich. Ja, wir bekommen die Nahrungsmittelversorgung jetzt wieder nach oben, jetzt wo wir auch genügend Wasser haben. Okay, jetzt holen sie auch von hier Zeug, wie ich gerade eben sehe. Ich meine, hier unten gäbe es auch noch. Aber reichlich gibt es hier nicht mehr, ne. Da haben sie jetzt geholt. Jetzt machen sie als nächstes das Wasser noch. Probier jetzt das da zu machen, komm. Okay, wir machen jetzt tatsächlich wieder ein bisschen Eisen plus. Wir brauchen aber Forschung, das ist das Ding. Schwierig. Also gut, ich meine, Eisen gibt es zum Glück noch zuhauf. Ich muss jetzt diese Dekrete zum Laufen bringen, oder? Oder? Nee. Also wir haben jetzt ein Gebäude gebaut, das leider nutzlos ist. Stempeln wir das einfach mal als ungünstige Entwicklung ab. Da gibt es ja auch nochmal richtig krasses Zeug. Also wir werden hier nicht so schnell hops gehen, ne? Ressourcen liegen also genug rum. A probe has completed its scan. Ah, und jetzt läuft das jetzt hier endlich. Halleluja. An accident has occurred in the Tycoon. Hört auf mit diesen Unfällen. Was wir jetzt eigentlich auch dringend brauchen, Leute, ist dieses, Siedlungszentrum. Die Frage ist, wo baue ich es hin? Die Frage ist, wo passt es hin? Ach du Scheiße. Das passt ja nirgendwo hin. Wir haben ein Problem, Houston. Ein ordentliches. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht das hier noch hierhin verlagern kann. Aber was nützt es mir denn? Das Ding, ey, gerade eben. So viele Fabriken und alle so nutzlos gerade eben. Ich will mal gucken, ob ich hier ein oder zwei Sachen umbauen kann. Vielleicht kann ich hier was umbauen. Wie groß ist das Teil? Yikes. Sehr groß. Aber wenn man das hier umgebaut bekäme. Also ich sage jetzt mal, du machst jetzt hier die Kryo-Dinger rein und du machst jetzt hier aus. Hier kommt jetzt Wasserstoff rein oder so ein Käse. Ach, da war ja was. Nee, der lagert erstmal die da alle ein. Kacke. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Die Entdeckung des Angriffes der Eteminanki auf die Protagoras hat viele Theorien der Besatzung über die Feindseligkeit der UNO gegenüber Dolos bestätigt. Die Besatzung ist erschüttert zu erfahren, dass sie von den ehemaligen Behörden der Erde mit dem Siegel der Verbannung belegt wurde.
Dies wird die Verbreitung der Tote-Erde-Krankheit auf Tikun verstärken. Geil! Okay, immerhin haben wir nochmal Tech bekommen. Alle verwertbaren Komponenten wurden für die Extraktion vorbereitet. Das Team der Ratte konnte Daten bergen, die Aufschluss über die Absturzursache gaben. Dieses Forschungsschiff mit dem Namen Emerald Place gehörte der zweiten Generation der Taurus-Klasse Suprastruktur namens Protagoras. Es wird ein Angriff durch ein UNO-Schiff namens Etemenanki erwähnt. Schwer beschädigt wurde die Emerald Place auf Mak'ar Not zu landen. Da war dabei aber zu schnell und verdampfte beim Aufprall fast vollständig. Das Besatzungsverzeichnis wurde geborgen. Okay, ich kann jetzt hier hochwertige Schmiermittel in der Werkstatt durchsetzen. Nochmal 45 Tech, immerhin. Boah, aber das mit der toten Erdekrankheit ist echt ätzend, ich sag's euch. Administrator, we have collected and analyzed enough data to locate the Protagoras on the planetary system map via probe scan. Okay, gut. Das heißt, wir können das olle Ding jetzt finden. Da muss irgendwo was sein. Ha! Da war's doch! Joa, schau mal! Erstmal sammeln wir die Teche ein. Und ich will jetzt dieses Dekret erforschen. Na, ich warte, bis ich 60 Teche habe. Dann werde ich es aktivieren. Wobei, es müsste reichen. Also, wir erforschen jetzt hier diese Dekretsache. Ich hoffe, dass es das ist. Muss ich gerade eben ganz ehrlich gestehen. Okay, du hast alle Wissenschaftspunkte erworben, die es hier gibt. Es gibt ja immer noch solche tiefen Dinger da, die ich eigentlich auch noch gerne erforschen wollen würde. Aber eins nach dem anderen. Zum Glück gibt es hier noch genügend Eis. Wir sind jetzt gerade einfach mal wieder in einer Phase des Wartens eingetreten. Ich meine, ich kann trotzdem noch mal ein bisschen gucken, ob wir noch wichtige Sachen... Hier gibt es noch mal Kohlenstoff und Eisen. Aber das ist eigentlich nicht das, was wir suchen. Hier gäbe es noch mal eine kleine Menge Eis. Oh, da gibt es richtig viel Eis irgendwo. Da gibt es aber nochmal irgendwo was. Egal, also ich will diese große Menge Eis jetzt hier kurz mal haben. Hallo? Eis? Eis? Ich hab's verloren, das Signal. War's doch grad. Halleluja. Direkt daneben wird auch noch irgendwo was anderes sein, aber Hauptsache, wir haben jetzt dieses Eissignal. Damit dieser Tank voll werde und uns nicht irgendwie auf den Geist gehe. Warum warst du dazu nicht in der Lage? Irritierend. Okay, wir haben jetzt eine ganze Menge Eis hier. Ich bin nur überlegen, was ich jetzt mit dem Kollegen hier mache. Ich glaube, den werde ich jetzt hier abreißen. Wie gesagt, ich will jetzt hier Platz schaffen, ne? Wir werden jetzt auch Wohnraum nochmal verlegen. Beziehungsweise diesen Wohnraum jetzt hier mal wegschaffen und dann mal gucken, wie wir das jetzt hier vielleicht umgestalten können. Das wäre nämlich jetzt hier so mein Wunsch hier.
Das ist mir gerade so egal. Warum? Warum? Ach, wegen mangelndem Wohnraum. Oh, scheiße. Sekunde, wo baue ich den denn jetzt dann wieder hin? Hier hin. Hohe Priorität. Also ihr seht es, wir sind jetzt hier auf einer ganz, ganz dünnen Spur hier unterwegs. Das ist schön. Jetzt ist die schlechte Laune wieder weg. Interessant. Zwar ne, der Unfall war das maßgeblich hier gerade. Also gut, der Unfall war das Problem. Jetzt muss ich mal gerade mal gucken. Kann ich jetzt... Also das hier könnte ich jetzt irgendwie hier hinbekommen. Ja, das wäre möglich. Wenn wir diesen Platz hier nutzen. Also gut, das Siedlungszentrum. Es ist schrecklich vom Platzverbrauch her. Oder aber wir lagern diese Dinger hier da drüben hin. Ich glaube, das ist das, was ich tun werde. Weil das ist ansonsten ja einfach nur eine echte Katastrophe. Eins dahin. Na, wir verlagern jetzt Dinge. Irgendwie müssen wir jetzt Dinge von A nach B verlagern. Ist auch noch ein bisschen Eisen drin. Beziehungsweise, ich realisiere gerade eben, hier gibt es einfach noch sehr, sehr viele leere Dinger. Wie viele Kohlenstofflager habe ich? Das einzige hier. Wir haben jetzt noch ein Stahllager. Komm, ich ändere das jetzt hier. Das ist kein Stahllager mehr. Das hier wird jetzt geräumt. Wir bauen noch mal ein bisschen um. Und da kommt sowas auch rein. Ne? Wir räumen jetzt hier einfach erstmal um. Oh, der hat ja gar keinen Zugang mehr zu einer Straße, wie ich gerade eben realisiere, oder? Ja. Yep. Da kommt nichts mehr ran gerade eben. Jetzt können wir den hier abreißen. Und den leeren wir jetzt hier auch. Der Kram soll jetzt hier mal weg. Wir bauen radikal um. Hier ist richtig viel Wasser jetzt schon drin. Cool. So, die Tech ist jetzt übrigens durch, ne? Stabilität. Datenabhörzentrum. Okay, das Ding ist gar nicht mal so groß. Oh, das können wir da hinbauen. Oh, that's a lucky one. Oder aber wir... Nee, ich reiß das hier ab. Braucht jetzt doch keine zwei von denen. So, so gewinnen wir auch Stahl zurück. Und wehe, ihr zwingt mich jetzt hier wieder Pops irgendwie unter Zeitdruck rauszukloppen. So, komm schon, baut den Kram ab, baut ihn ab. Und du wirst auch abgebaut. So, die Halde hier ist jetzt weg. Jetzt können wir das hier bauen. Oh yeah. Also es ist halt leider ein bisschen platzverschwenderisch. Aber wir machen das jetzt so.
relativ simplifiziert. Weil dann kann ich nämlich jetzt Dekrete rauskloppen. Hier bekomme ich den Stahl gerade eben nirgendwo mehr hin transportiert, aber das wird gleich klappen. Denn wir verbrauchen ja auch gerade Stahl. Ja, nee, ist klar, schon wieder. Komm, das baut das Ding ab, ich will den Platz haben. Yes. Yes, 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 yes. Wir sind auf einem verdammt guten Weg, hoffe ich. Dafür verlieren wir jetzt langsam aber sicher wieder ein Eisen. Ich muss also demnächst wieder dem einen oder anderen Schiff sagen, du, Eisen ist jetzt wieder dein Ding. Eisen ist jetzt das Ding der Gruber. Wir brauchen Eisen. Denn es geht gefährlich zur Neige. Ihr seht, wie schnell wir diesen Kram loswerden. Es ist der Oberhammer. Beim nächsten Mal geht's weiter, Freunde. Frohe Weihnachten, ne? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.